Ja, und da musste man schon mal genau hinhören. Es waren nämlich nur zwei oder drei Sätze in der Rede von Ursula von der Leyen. Und sie kassierte mal soeben einen Gesetzesvorschlag. Danach sollte in der EU der Einsatz von Pestiziden bis 2030 eigentlich um 50% gesenkt werden. Und zwar für den Artenschutz. Das ist erstmal vom Tisch. Und das ist natürlich auch meine Frage an meinen Kollegen Marc Steinhäuser, der vor uns in Brüssel die Debatte im EU-Parlament verfolgt. Marc, knickt da die EU-Kommissionspräsidentin vor den Bauern und den Bauernprotesten ein? Den Eindruck kann man schon ein bisschen gewinnen, denn es war heute hier auch so in Straßburg, dass die Traktoren hier vor der Tür standen des Parlaments. Auch hier gab es heute Proteste mit massivem Polizeiaufgebot, ist heute hier das Parlament in Straßburg abgesichert worden. Und drinnen im Parlament hat Ursula von der Leyen dann eben auch diese Sätze gesagt. Sie hat die Pestizidverordnung wieder zurückgenommen. Man muss dazu sagen, ihre eigenen Leute waren ihr da schon von der Stange gegangen. Es waren viele Christdemokraten, Konservative hier im Europaparlament. Auch Liberale, auch Rechte, auch Sozialdemokraten, die in den vergangenen Monaten kein gutes Haar an dieser Pestizidverordnung gelassen hatten, es als zu viel Regulierung dargestellt haben. Und nun ist es so, dass die EU-Kommission das zurücknimmt, dass sie auch keine Chance mehr sieht, es überhaupt umzusetzen. Und das ist sicher für viele Landwirte zumindest symbolisch eine Sache, wo man sagen kann, da kommt etwas weniger Regulierung von der EU. Sicher auch jetzt im aufziehenden Europawahlkampf ein Signal an die Bäuerinnen und Bauern in der Europäischen Union, dass diese EU-Kommission die Signale hört, die auf der Straße artikuliert werden und auch versteht. Und das ist immer wieder hier heute auch im Parlament zur Sprache gekommen, dass man die Sorgen und die Nöte der Bauern ernst nehmen möchte. Und wenn man mit Bauern spricht, da gibt es da eben ein unterschiedliches Bild, auch wie Bauern das wahrnehmen. Wir haben von Phoenix auch einen Landwirt gesprochen, der hier im Parlament sitzt, einen früheren Bio-Bauern, der für die Grünen jetzt hier im Parlament sitzt. Das ist Martin Häusling und mit dem haben wir ein Gespräch geführt, auch über diese Änderungen, die heute hier verkündet worden sind. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie die vielen Traktoren hier heute vor dem Parlament sehen, die sich ja auch gegen grüne Politik richten? Also ich weiß nicht, ob die sich gegen grüne Politik richten. Ja, es wird ja gerne gesagt, aber wer hatte denn in den letzten Jahren die Politik zu verantworten? Nicht die Grünen, muss man sehr deutlich sagen. Und die Krisen der Landwirtschaft haben sich tatsächlich aufgetürmt. Dass das Ganze jetzt immer in Richtung Umweltmaßnahmen gedreht wird, halte ich für absolut falsch. Weil die Bauern sind ja selber am meisten betroffen vom Klimawandel, von ja, einer schwindenden Biodiversität. Die wahren Ursachen dieses Protestes ist tatsächlich immer sinkende Preise. Und die sind wieder jetzt im Moment heftig runtergegangen. Und das Zweite ist, dass die Bauern immer weniger Anteil an der Wertschöpfung haben. 30% von den Nahrungsmittelpreisen kommen noch bei den Bauern an. Das sind die Probleme, die wir lösen müssen. Und deshalb stehen auch die Bauern da draußen. Dass die jetzt immer, dass die Frau von der Leyen und andere von der EVP jetzt immer sagen, das läge alles an den großen Umweltauflagen, ist ja soweit nicht richtig, weil der Green Deal ist überhaupt nicht Inhalt der jetzigen GAP, sondern, wenn man so will, eigentlich nur die Farm-to-Fork-Strategie. Und von der Farm-to-Fork-Strategie ist nur übrig geblieben Freigabe der Gentechnik. Sie sprechen jetzt Frau von der Leyen an und auch die Maßnahmen, die die Kommissionspräsidentin eingesetzt hat, um auch den Klimawandel ja noch aufzuhalten oder abzumildern. Nun ist es so, dass Frau von der Leyen heute hier verkündet hat, die Pestizidverordnung zu stoppen, auch vielleicht um den Landwirten, die protestieren, entgegenzukommen. Kann das überhaupt funktionieren? Klimawandel abmildern, noch stoppen und gleichzeitig solche Verordnungen einkassieren? Also ich finde es wirklich bedauerlich, muss ich sagen. Ich meine, die Verordnung war eh nicht gut gemacht, das sage ich auch mal vorneweg. Aber dass man das jetzt alles cancelt. Die Farm-to-Fork-Strategie bestand ja aus Pestizidreduktion, Antibiotikareduktion, Reduktion vom mineralischen Dünger. All das kommt jetzt nicht. Die SUR ist im Parlament gescheitert an den Konservativen. Ich glaube eher, das ist ein Zeichen innerhalb der EVP. Die hat ja dafür gesorgt, dass viele Maßnahmen nicht umgesetzt werden oder verwässert werden. Und Frau von der Leyen möchte ja gerne Spitzenkandidatin werden. Und ich glaube, das ist eher an Herrn Weber gerichtet. Man nimmt diese ganzen Umweltmaßnahmen, auch viele Klimamaßnahmen zurück, damit die Bauern vielleicht von der Straße verschwinden. Aber das ist in Sachen Umweltpolitik für die Europäische Union, in Sachen Green Deal, wirklich ein miserables Zeichen, was da gesetzt wird. Wir müssen diese ambitionierten Ziele haben. Wir haben ja selber dafür gesorgt, dass im Montreal-Abkommen zur Biodiversität diese Pestizidreduktion auch festgeschrieben ist. Und wenn ausgerechnet Europa, die dafür gekämpft haben,
das jetzt als erstes wieder als erledigt erklärt, dann kann das ein sehr schlechtes Zeichen auch international sein. Gibt es denn dann aus Ihrer Sicht noch Hoffnung, dass man da noch irgendwas retten kann bei dieser Pestizidverordnung, oder ist das jetzt vor den Europawahlen quasi abgeräumt? Es ist weg, muss man sehr deutlich sagen. Diese Pestizidverordnung ist weg. Es wird versprochen, wir kommen mit einer neuen Vorlage. Das betrifft aber dann ist die nächste Kommission, das nächste Parlament. Ich glaube nicht, dass es dann eine ökologisch freundlichere Politik gibt, sondern ich glaube eher, das wird schwieriger. Insofern sollte die Kommission jetzt nochmal den Versuch starten, das durchzubekommen und nicht auf den Sankt-Nimmerleins-Tag vertagen, denn die Probleme in Sachen Biodiversität, die sind ja wirklich dramatisch. Das ist die zweite globale Katastrophe neben dem Klimawandel. Und wenn wir da nichts tun, dann haben wir diese Katastrophe nicht nur vor Augen, sondern sie wird verstärkt. Die Kommissionspräsidentin hat aber ja insofern was getan, als dass sie das Klimaziel bis 2040 90% CO2 zu reduzieren ausgerufen hat, heute auch. Ist das denn etwas, was jetzt relativ konkret auch aus Ihrer Sicht Umweltpolitik ist, die sinnvoll ist? Oder reicht Ihnen da auch die Umsetzung nicht oder ist es Ihnen zu unkonkret? Ja, also wir sind wirklich immer gut in Ziele formulieren, das können wir wirklich hervorragend. Aber die Maßnahmen dahin, die werden nicht ausreichend beschrieben. Viele Mitgliedsländer bremsen das Ganze aus. Also ich bin dagegen, weil wir jetzt immer neue Ziele formulieren. Das ist zwar richtig, das Ziel, da müssen ganz konkrete Maßnahmen dahinter stehen. Und die stehen halt nicht dahinter. Man verlagert das auf 2030, 2040, 2050, dann werden vielleicht viele nicht mehr Verantwortung tragen, jetzt Verantwortung tragen. Wir müssen jetzt handeln und zwar sehr konkret und nicht immer nur neue, schöne Ziele formulieren. Und das fehlt mir einfach. Herr Häusling, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Marc Steinhäuser in Straßburg, da heißt es, es muss jetzt gehandelt werden. Aber es bleibt doch gar nicht viel Zeit zum Handeln, denn wir haben ja erstmal die Europawahlen. Wie viel Zeit bleibt denn dem Parlament momentan? Ja, das Parlament, das wird nicht mehr so lange in dieser Zusammensetzung zumindest tagen, bis April noch. Dann ist die letzte Sitzung. Am 9. Juni wird dann in ganz Europa gewählt. Und es ist eben sehr entscheidend, wie dann auch die Mehrheitsverhältnisse danach in diesem Parlament sind, wie eine neue Kommission aussieht, wer sie leitet. Und wenn Ursula von der Leyen dann weitermacht und einen neuen Vorschlag dann auch konkret präsentiert, wie diese Klimaziele, diese Klimavorgaben umgesetzt werden sollen oder auch wie sie sich dann eine neue Pestizidverordnung vorstellt, dann muss sie das eben mit den neuen Mehrheiten hier im Parlament. Und da fürchten so einige hier, mit denen wir heute gesprochen haben, dass die Verhältnisse hier durchaus nach rechts driften können bei den Wahlen, dass da also vielleicht es noch schwieriger werden dürfte, Mehrheiten hier im Parlament zu finden für Umwelt- und Klimaschutz. Klar ist, alle diese Sachen, die heute vorgetragen sind, auch dieses Klimaziel für 2040, das ist bisher jetzt eine Empfehlung, das ist eine Zielmarke der EU-Kommission. Wie genau das ausgestaltet wird, mit welchen Gesetzesmaßnahmen das Ganze dann auch versehen wird, was also getan werden muss, konkret innerhalb der Mitgliedstaaten, um den CO2-Ausstoß zu reduzieren, das ist heute nicht erklärt worden. Und da wird eine Gesetzesarbeit nötig sein nach den Europawahlen. Und die meisten rechnen damit, dass das erst zum Jahresende oder Anfang nächsten Jahres dann ganz konkret werden dürfte, was konkret mit diesem Klimaziel 2040 und einer Reduktion um 90% CO2-Ausstoß im Vergleich zu 1990 dann auch für die Menschen in der Europäischen Union auf die Menschen zukommt. Das wissen wir heute noch nicht. Also der Klimaschutz muss erstmal warten, habe ich gelernt. Das war Marc Steinhäuser aus Straßburg. Ganz vielen Dank.